Die Spargelzeit ist für viele Feinschmecker die schönste Zeit im kulinarischen Kalender. Doch viele kaufen das weiße Gold, ohne sich Gedanken über die Erntehelfer zu machen. Ausländische Saisonarbeitskräfte sind häufig von Ausbeutung betroffen. Denn sie können kein Deutsch und die Felder, auf denen sie arbeiten und ihre Unterkünfte, sind oft im Nirgendwo. Die Beratungsstelle Faire Mobilität des Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, kurz KDA, kommt vor Ort und hilft in der jeweiligen Muttersprache. Der Sozialberater George Chneder spricht zum Beispiel Rumänisch. Wir hatten letztes Jahr 2 Fälle, die sind nach 2 Monaten mit 4 Euro nach Hause gegangen. Das finde ich ein bisschen krass. Wir konnten leider nichts machen, weil es war sehr kurzfristig. Aber das haben wir uns bemerkt und wir kennen den Hof und die Mitarbeiter dort. Der Hof ist schon groß, es ist Hof. Der Mann hat ganz viele Gelände, auch in Bruxall und Handschuhsheim, Dossenheim, Schriesheim, Ladenburg. Und das merken wir, was die dort machen, und in Zukunft dann wissen wir Bescheid, wo wir hingehen sollen, also fahren für die Aktion. Die rumänischen Arbeiter, die wir heute bei der Spargelernte antreffen, sind alle sehr zufrieden mit ihren Arbeitsverhältnissen. Einer kommt schon seit über 18 Jahren, immer zum gleichen Spargelbauern, sagt er. Die Voraussetzungen seien gut. Er und seine Kollegen bekommen den Mindestlohn. Die Unterkunft ist okay und nur wenige hundert Meter von den Feldern entfernt. Wir fahren weiter und treffen noch ein paar polnische Arbeiterinnen und Arbeiter auf einem Rhabarberfeld. Auch hier scheinen die Arbeitsverhältnisse okay zu sein. Oft beginnen die Probleme erst im Krankheitsfall, weiß die Beraterin Alexandra Grubelna. Also wenn sie aus dem Ausland kommen, gibt es auch Probleme mit der Krankenversicherung. Und auch wenn sie schon in Deutschland erkranken, dann sowieso mit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und auch wann passiert dann mit der Person, ob wird die dann auch hier weiterhin betreut oder wird sie auch zum Beispiel fristlos gekündigt. Während des Außendienstes informieren die Mitarbeiter der fairen Mobilität nur. Arbeits- und sozialrechtliche Beratung findet im Büro statt. In der kleinen Zweigstelle in der Mannheimer Innenstadt treffen wir heute Cornelia Popper. Sie ist schon seit 3 Jahren in Vollzeit als Reinigungskraft fest angestellt. Jetzt hat die Firma ihr plötzlich eine Änderungskündigung geschickt. Ich arbeite in Heidelberg in einem Hotel. Im Moment weiß ich aber gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Arbeitsstelle habe. Mein Arbeitgeber hat mir eine unseriöse Kündigung geschickt. Und ich bin heute zur Beratungsstelle Faire Mobilität gekommen, um zu sehen, was ich machen kann. Aneta Trufan ist Sozialberaterin und hilft Frau Popper in ihrer Muttersprache Rumänisch. Zum Glück hätte die Firma immer schriftlich geantwortet. Das macht die Beweislage einfach. Die studierte Juristin sieht gute Chancen für einen fairen Vergleich. Das Gericht scheuten beide Seiten gleichermaßen, sagt sie. Wir beraten, aber wir auch begleiten oder wir agieren oft auch als Mediatoren zwischen Arbeitgeber und Ratsuchende. Also nicht offizielle Mediatoren, aber ich glaube, dass bevor wir irgendwie rechtliche Schritte oder zum Gericht gehen, es ist immer wieder gut, einen Arbeitgeber zu kontaktieren und um zu erklären, dass man kann doch eine außergerichtliche Lösung finden und es ist für beide Seiten viel besser. Die Mannheimer Beratungsstelle ist neben der Stuttgarter eine von 2 in Baden-Württemberg. Die Mannheimer Niederlassung ist für das gesamte badische Land zuständig. Hin und wieder arbeiten beide zusammen, wie etwa bei der Beratung von Erntehelfern, erklärt Renate Zeckel. Sie ist die Leiterin der fairen Mobilitätsstelle in Mannheim. Das Wort Mobilität im Titel verrät, dass hier vor allem Menschen beraten werden, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier für eine Saison oder ein paar Jahre Geld zu verdienen. Die Themen sind sehr vielfältig, von der Landwirtschaftsindustrie bis Fleischindustrie. Wir beraten auch Menschen in den Arbeitsfeldern wie Thema Pflege, also die Betreuungskräfte, Frauen, die als Betreuungskräfte nach Deutschland kommen, die kommen aus hauptsächlich aus Rumänien und Bulgarien. Früher war es so, dass ganz viele Polinnen gekommen sind, aber auch in diese Branchen sind so, es wandelt sich ja auch. Die Beratungsstelle in Mannheim wird zwar von der Stadt, dem Land, der EU und durch Spenden finanziert, gehört aber zur Evangelischen Landeskirche in Baden.
Für Renate Zeckel ist sie dort genau richtig angesiedelt. Ich finde, dass gerade die Kirche sich aus sozialen Themen nicht rausziehen. Es ist sehr wichtig, dass sie weiterhin präsent bleibt bei den Menschen und bei den wichtigen Themen. Auch viele Lkw-Fahrer arbeiten oft unter den widrigsten Bedingungen, dürfen keine Pausen machen oder müssen im Lkw schlafen. Gute Arbeitgeber, erläutert Jörg Chneder, reservieren für ihre Fahrer Hotelzimmer. Die wenigsten wissen außerdem, dass sie einen Anspruch auf den gesetzlichen deutschen Mindestlohn haben, wenn sie Waren durch Deutschland transportieren, auch wenn sie im Ausland angestellt sind. Wenn die Firma im Ausland angemeldet ist, dann zahlen die, was im Ausland bekommen, aber nicht, was in Deutschland bekommen sollten. Und dann, das ist am meisten, was die Probleme, die haben. Heute ist nicht viel los an der Raststätte Hockenheim. Wir brechen auf, wollen noch ein paar Spargelfelder abfahren. In Zukunft soll es ein faires Mobilitätssiegel für Saisonbetriebe geben, die alles richtig machen, erzählt Jörg Chneder. Dann können Spargelliebhaber mit gutem Gewissen genießen. Langenalb, ein scheinbar unauffälliges 1400-Seelendorf im Enzkreis. Doch viele Jahre schlummert hier im Schatten der Kirche ein bis heute ungeklärter Kriminalfall. Bis zu einem Tag vor 5 Jahren, an dem der neue Pfarrer ins Pfarrhaus einzieht, mit seinen Kindern das Gelände erkundet und auf dem Dachboden der Pfarrscheune einen rätselhaften Fund macht. Und hier oben, hier lag alles voll. Da hinten sieht man noch das Holz, das da lag. Hier lag wirklich alles voll, ungefähr kniehoch mit Holz. Und wir konnten am Anfang gar nicht irgendwie erahnen, was da eigentlich liegt. Wir dachten, das wäre Brennholz, das uns der alte Pfarrer irgendwie hinterlassen hat. Da haben wir uns schon gefreut, weil wir auch einen Ofen haben. Nach der Sondierung der zunächst geheimnisvollen Teile dann die Erkenntnis, das muss die bis dato verschollen geglaubte Orgel sein. Nur die Anzahl der Pfeifen kann nicht passen. Etwa die Hälfte fehlt. Das Material, eine Zinnbleilegierung, war in den 70ern bares Geld wert. Manche konnte man durch Rückruf zurückholen, die wurden tatsächlich auf dem Flohmarkt verkauft. Bei den anderen, vor allen Dingen bei den großen Pfeifen, die viel Geld wert waren, da war dann die Frage, was mit denen passiert ist. Und da gibt es im Ort verschiedene Geschichten, die drum gestrickt wurden. Eine spannende Geschichte ist, dass ein Pfarrer wohl, um die neue Orgel finanzieren zu können, die alten Pfeifen verkauft hat. Plötzlich waren sie verschwunden, es gibt auch einen Polizeibericht in den Akten über die verschwundenen Pfeifen, aber was tatsächlich mit denen passiert ist, das weiß keiner so genau. So weit, so gut. Doch was tun mit einer halben Orgel? Im Fall Pfeifenklau Langenalb ist nun ein Experte mit detektivischem Gespür gefragt. Und den findet man 150 Kilometer weiter südlich in einem versierten Orgelbaumeister in Waldkirch. Wolfram Stützle begibt sich auf die Spur des Orgelbauers Christoph Ludwig Goll und rekonstruiert mühevoll die fehlenden insgesamt 600 Pfeifen. Anhand der nochmal 600 erhaltenen Originale kann er sich dabei orientieren. Punkt für Punkt trägt er die Pfeifenmaße in die sogenannte Mensurtafel ein. Eine Mühe, die sich in den 70er Jahren wohl niemand gemacht hätte. Man muss auch sagen, es war ein Glücksgriff, dass die Orgel damals abgebaut worden ist und verschwunden ist. Weil damals, 1975, klar, Orgelbauer haben, ja, die soll restauriert werden. Aber wie hat es vor 50 Jahren eine Restaurierung ausgesehen? Sicherlich sehr viel pragmatischer. Heute ist es dem Fachmann wichtig, möglichst alle noch vorhandenen Teile zu erhalten und die fehlenden originalgetreu nachzubauen. Wie bei einem Puzzle fügen sich dabei die Teile nach und nach zusammen. Anders als beim Neubau von Instrumenten kann der Orgelbaumeister auf keinerlei Standards zurückgreifen. Jedes Einzelteil ist Handarbeit und sozusagen eine individuelle Maßanfertigung. Klar, dieses Klangbild auch wieder zu rekonstruieren, wie es genau damals vor 150 Jahren, 160 Jahren muss ich ja sagen, Goll ja gemacht hat, das finde ich jetzt sehr spannend. Vor allem, weil es genau aus dieser Zeit verhältnismäßig wenig Instrumente gibt. Nach der Restaurierung soll die Orgel so klingen wie früher und genauso aussehen.
Aber wie sah sie aus vor 50 Jahren? Hier geht das Puzzeln weiter, denn nicht nur für den Korpus, sondern auch für die Anordnung der Pfeifen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unterlagen und Dokumente zum ursprünglichen Erscheinungsbild sind ebenso verschollen wie die Hälfte der Pfeifen. Doch dann taucht ein Hochzeitsvideo aus den 60er Jahren auf. Kurt Schifferle, damals Kameramann und Schwager der Braut, erinnert sich genauso wie manch anderes Gemeindemitglied noch aus seiner Jugend an das Instrument. Also im Vergleich zu der derzeitigen oder der Orgel, die danach kam, war die Orgel wesentlich schöner im Klang, voller. Also war wirklich eine Wohltat, der Orgel zuzuhören. Wir haben als Konfirmande und so hat man das Zeug gekriegt, wie man sie drehen muss. Das sind so immer zwei Mann. Das sind so wie so Schuhe, wo man reinstehen können. Und dann ist es rauf und runter gegangen und es hat halt schon Spaß gemacht. Wenn die langen Alber ihr Instrument bald frisch restauriert zurückkriegen, wird hier in der Kirche die größte und älteste erhaltene Gollorgel stehen. Die Einweihung im Mai wird für alle Beteiligten ein besonderer Moment sein. Gut, ich freue mich schon drauf, bis man mal die Orgel wieder sieht, weil es war halt doch früher schöne Zeit mit der Orgel. An der Orgel hängen Emotionen. Das Kind wurde damals getauft, als die Orgel hier in dieser Kirche stand. Und das sind Leute, die vielleicht nicht so sehr viel mit Gottesdienst oder Kirche anfangen können. Aber das Projekt Orgelrenovierung, das hat sie wieder näher an die Gemeinde herangeführt. So hat die Geschichte vom Langenalber Pfeifenklau ein klares Happy End. Und die Moral von der Geschichte? Lieber eine Orgel auf dem Speicher als eine Leiche im Keller.